Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente, begrüße euch ganz recht herzlich zurück zu L.A. Neure. Und wir fahren jetzt zum Fruchtmarkt. You know the way. You can drive. It's about time some of those movie people went to jail. Ja. Ganz genau. Was? Another letter? I thought the letter was from a nut. These letters? Brown and Hanson believe they are genuine. From him. Now we sent another. You know, I really hate this fuck. This Black Dahlia guy. You seen the body? Fucking case just gnaws away at your guts. Hollywood. Every prom queen from every fucking hick town in America turns up here. Where do they end up? Gutted on the fucking sidewalk. Ja, da hat er nicht ganz unrecht. Der gute Rusty. Und ich muss an der Stelle auch sagen, das mit den Briefen glaube ich auch, dass die echt sind, wenn man an die Spur denkt, die wir bei der letzten Leiche gefunden haben. Der will ja Aufmerksamkeit, der will ja sozusagen, dass, ich sag mal, der will beweisen, dass er schlauer ist als wir. Da hinten sitzt einer, der aussieht, als könnte man mal mit ihm reden. Hallo. Sir, wait, you look familiar. Hey, from the bar, right? What brings you here? LAPD, Detective Phelps and Galloway. Clem Feeney, what can I do for you? Did you happen to see a young woman last night? 21 years old, Hispanic? Sure, she came by last night. Why do you ask? Ja, weil... She was wearing a necklace? I didn't notice. You weren't paying attention, Feeney? Hey, you're getting the wrong idea. Exactly how much fruit do you sell here after midnight, Clem? Look, not much. I sell the odd bottle on the side to the after-hours crowd. Look, I don't want any trouble. I'm just trying to make a buck. Aha. The young lady arrived around midnight? Yeah, something like that. Used the phone for a cab and then left. Das ist zwar die Ansage, die wir aus der Bar auch haben, aber deine Reaktion macht mich unsicher. You already knew Mrs. Maldonado, didn't you, Clem? Sure, I met her before. She seemed like a nice lady. Her husband went apeshit one day when he caught me talking to her. She had me back until last night. Where did she go from here? She wanted a cab, but I couldn't get her one. I was about to offer to drive her, but a car pulled up and she got into that. Und du lässt sie einfach in irgendein Auto steigen? Naja, gut. Can you describe the car? Brown Ford Coupe, I think. She seemed to know the guy. Können wir dieses Auto mal suchen? Do you mind if we look around? Why would you want to do that? Because we say so. I guess you can. Don't you have to get a court order or something? I have rights. Clem? Shh. Vor allen Dingen hat er eigentlich recht. Eigentlich brauchen wir doch bestimmt so einen Court Order. Das sieht ja doch verdächtig aus. Diese Türen da, direkt drauf zu. Nach der Scene. Und die haben diese... Okay. No wonder he stays open late at night. People have to get their vitamins. Check through this stuff before we get back out there. Okay. Kann ich hier diese Kisten aufmachen? Da nicht, Hier? Nee. Nee. Halt hier, da hat's gerade, Ach, guck. Stopp. Können wir da irgendwas mit anfangen? Nö. Können wir nur gucken. Schön. Haben wir geguckt. Was haben wir hier? Moment. Why cut someone who is already dead? It's a typical power thing. Once the stiff is dead, the creep usually feels they can do whatever they like. Must have seen it during the war. Das ist auf jeden Fall eklig. Warum gibt's hier einen Bloody Scalpel? Ist das ein Chrysler-Ding?
kann er nichts mit anfangen, der Phelps. Hm. So what are we hiding in here? This thing needs a combination. Oh, warte mal, das kommt uns doch bekannt vor. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Da haben wir doch was gesehen. Da. 253. Easy. So. Nein, 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 ja. So. 2, 5, 3, dann ist hier die 5. Und hier die 2. Haha, Cookie da. Die Weibe, Leute, so schnell kann ich nicht. Denn der Mann ist des Weibes Haupt, gleich wie auch Christus der Haupt der Gemeinde, und er ist seines Leibes Heiland. Okay. Ich glaube, du hast ein Problem, lieber Mann vom Fruchtgeschäft. Und die Kette auch noch? Nee. This fruit stall punk gets about 10 seconds to explain before I pull his fucking arms off. Clem! Och nö. Och nö, och nö. God damn it, get after him, Cole. Das versuche ich gerade. Habe ich schon beim letzten Mal nicht erwähnt, dass ich diese Autoverfolgungsjagd nicht so gut fand? Yep, I wish you luck. Hit him. Clean this asshole off the roads. Should have grabbed him when we had the chance, Phelps. When we had the chance, we didn't know he was our guy. Ich habe aus Versehen eine Frau überfahren. Nicht gut. Strange that he'd leave a trail of blood right back to his own market. Maybe he wanted to be caught. A lot of them do. Vielleicht ist der Dahlia-Typ aber auch. You gotta get me closer. Ja. Das sagst du so leicht. Perfect, isn't it? There's no such thing as too perfect. Ich würde auch sagen, das ist sehr perfekt. Wish me luck. Also dich daran, als quasi direkt dran, kann ich dich nicht bringen jetzt. Spin him out. Danke. Na also. Das ist irgendwie suspekt alles. You're a sick man, Clem. You need help. Das finde ich auch. Outstanding job on this case, gentlemen. The poor woman can now rest in peace. I'll pay the fiend a personal visit myself and remind him that crime in this city does not go unpunished. When they finish with him at the receiving hospital, we'll have him up before the grand jury. I have a meeting this afternoon with the mayor, lads. I'll be sure to mention your names. Now, on your way. Aha. Oh, wir haben noch 5 Sterne bekommen. Oh. Wegen der Leiche auf Clemfins Türschwelle könnte der Bezirksanwalt mit dem Gedanken spielen, ihn in die Gaskammer zu schicken. Mhm. Wir haben eine Frage falsch beantwortet. Ich bin so schlecht. Und vor allen Dingen Leute angefahren. Hier da, Verletzungen. Ach, kann man nicht zeigen. Schade. Gut, okay, Fall schließen. Puh, wir sind gut. Und geht's weiter? Sarge, why are the guys giving it to the doggies? They're riding in trucks, numbskull, while you're marching. They look pretty badly beat up. Yeah, they do it then. It's
Scuttlebutt says it's pretty hard going down south. Yeah, we'll find out soon enough. Recon always leads. How can we fail, Skip, with the Shadow leading the show? What the fuck is a Shadow? Lieutenant Phelps, the Shadow of Death. What the fuck are you talking about? He's a quiet fucker, Sarge. You never hear the bastard coming. He's sitting there, field stripping a cigarette, and suddenly he's there looking down on you. Why do you think we keep saluting that Jap-loving son of a bitch? He's bad juju. That's enough out of you three! Bad juju? Where were you dragged up? A swamp? Ich weiß auch überhaupt nicht, was diese Cutscenes mit dem Spiel zu tun haben. Weiße Schuhe und ein Mord. Good morning, gentlemen, and what a grand morning it is, too. We have just cause for celebration. Galloway and Phelps are sending another fiend to San Quentin. A nice showy trial, and he'll be strapped down with gas seeping into his tiny reptile brain. Now, to fresh business. Galloway and Phelps, the task is at hand. The address is on the hill, north downtown off Fremont Avenue. Skipper, is the new letter genuine? Now, boys, we all know how many imbeciles have confessed in the short case. Ray Pinker will let us know in good time. Okay, liebe Leute, ich weiß, die Folge ist jetzt ein bisschen kurz, aber... California's love a fad, Phelps. As long as the bricks hold up at San Quentin, there'll always be killers in this town to send them. Okay, interessanter grafischer Fehler hier an der Stelle. Ich weiß, die Folge ist gerade ein bisschen kurz, aber ich denke, wir machen trotzdem einen Cut an dieser Stelle. Wir haben ja auch jetzt gerade einen Fall abgeschlossen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz passender Punkt, um gerade mal eine Folge auch zu cutten. Dafür dann ab morgen wieder in vernünftiger und großer Länge, ihr kennt das ja. Ja, ich würde sagen, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß weiterhin an L.A. Noire wie ich. Ich mache hier nämlich auch eine kleine Aufnahmesession-Cut. Und wäre schön, wenn es euch gefällt, zwischendurch mit den üblichen Danke-Methoden, ihr wisst schon, Likes, Abos und so weiter, gerne dann mal Danke sagt. Und ansonsten freue ich mich aber auch, euch in der nächsten Folge einfach so wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und sagt ciao, ciao.